Worauf warten wir denn? Na komm! Scheiße. Hey, Mittagspause ist jetzt eine halbe Stunde. Ich hau jetzt ab. Du bist ja verrückt. Ich bin sowieso krank. Warst du überhaupt beim Arzt? Nee. Das da ist auch keine Krankschreibung. Nee, aber trotzdem. Ich kündige. Das stinkt mir ja schon lange. Das Essen ist gleich fertig. Hab keine Zeit. Erstmal guten Tag. Guten Tag, Mama. So, und was ist los? Hatte ich und Oliver wollen ins Kino gehen. Ja, und was läuft da? Ronja Räubertochter. Schön, aber das geht doch erst 16:30 los. Der Oliver wartet schon auf mich. Erst, mein Lieber, wird Mittag gegessen. Nee. So, na klar, ab. Erst werden die Schularbeiten gemacht. Dann kannst du gehen. Komm mit der Mie weg. Tag, Vater. Tag. Na nu, wo kommst du denn um diese Zeit her? Ist was passiert? Ihr macht auch Urlaub. Stefan, ist das eine Überraschung. Junge, lass dich anschauen. Ach, wie ich mich freue, dass du überhaupt mal kommst. Du hast Glück gehabt, du. Ich habe dein Lieblingsgericht gekocht. Erbsen mit Räucherspeck. Ich komme gleich. Ja, ja. Ist fein. Bitte. Mutti, kann ich jetzt gehen? Erst werden die Schularbeiten gemacht. Bitte. Na, du erzähl doch endlich. Ach, was soll ich denn erzählen? Ist was mit Katrin? Nein. Oder hast du Ärger im Betrieb? Kann ich doch nicht mal besuchen, einfach so. Ich spüre doch, dass was nicht stimmt. Du mit deiner ewigen Fragerei. Wir gucken nicht immer nach anderen Weibern. Hoffentlich kommt eine Katrin bald auf Urlaub. Jetzt hat er es eigentlich heiratet. Ach, kein Unsinn, Mann. Der Stefan ist doch noch viel zu jung. Mit 19 muss er doch noch nicht heiraten. Na, so ist es. Und dass du mir nach dem auf damit nach dem Kino gleich nach Hause kommst. Ja, ich spiele noch mit Oliver noch ein bisschen. 17:45 bist du zu Hause. Ist das der Scheiß in die Brille? Ja. Du willst mir nicht Tschüss sagen? Tschüss. Vergiss Vaters Brille nicht abzunehmen. Ja, ja. Er drückt immer noch. Wie lange dauert denn das noch? Na, ihm warten. Du, schau ab, vielleicht ist Oliver schon da. Ja, aber warte auf mich. Ja.
von Berlin nach Liebenwerda. Genascht wird nicht. Wir warten noch auf Marco. Wir müssen schon seit 10 Minuten hier sein. Wo ist er denn eigentlich? Im Kino. Mit Oliver. Lass ihn mal nach, wo er bleibt. Das ist kein Baby mehr. Jetzt zisch ab. Beeil dich. Wie soll ich suchen? Ja, vorm Haus oder gehst du mal rum? Ich finde das nicht gut. Was denn? Dass der Bengel sich im Dunkeln rumtreibt. Er wird doch gleich kommen. Du, hast meinen Bruder gesehen? Wie heißt denn der? Marco. Nee, den habe ich nicht gesehen. Kann denn sein? Unmöglich, da ist kein Kind mehr drin. Vielleicht haben Sie ihn doch so übersehen. Bitte, mit dem dunklen Anorak, so einen kleinen Jungen übersieht man doch. Nicht so laut. Ist Marco bei euch? Was denn um die Zeit? Was ist denn los? Komm doch erstmal rein. Aber Oliver war doch mit ihm im Kino. Ist der wenigstens da? In seinem Zimmer. Oliver, weißt du, wo Marco ist? Nee, im Kino war auch nicht. Aber Oliver, Yvonne hat ihn doch selbst hingebracht. Paula hat auch gesagt, dass ihr meint, von ihnen uns sitzen zu lassen. All Kinokarten muss er mir wieder wissen. Und das kannst du ihm sagen. Um 2:30 hat er dann das Haus verlassen. 2:30? Er wollte ins Kino. Mit Oliver. Sein Freund. Verlassen. Ins Kino. Seitdem haben Sie Ihren Jungen nicht mehr gesehen. Ja, ja. Haben Sie vielleicht ein neueres Foto von Ihrem Sohn mit? Hübscher Junge. Meine Tochter ist 4. Wir haben schon überall gesucht. Naja, manchmal vergessen die Kinder beim Spielen einfach die Zeit. Marco ist noch nie so lange weggeblieben. Diese Frackerei, das ist alles vertrödelte Zeit. Was hatte Ihr Junge denn an, als er von zu Hause wegging? Ja, also Halbschuhe, dunkelblau, eine dunkelblaue Hose. Dunkelblaue Pullover, ja, ja, oben drüber eine dunkelblaue Kutte und Schal. Schal und Mütze, ja, und Bommeln am Schal. Mhm. Mhm. Familie Herzog, Hauptmann Beck. Nein. Ihr 7-jähriger Junge ist weg. Seit wann vermissen Sie Ihren Sohn? Aber das haben wir doch alles schon erzählt. Unternehmen Sie doch endlich was. Und vergiss nicht die Meldung der Zuführung. Das mache ich schon. Vermisstenmeldung mal bitte weiterleiten über Funk. Das muss vervielfältigt und sofort verteilt werden. Der Junge ist seit 5 Stunden weg. Ist doch noch keine Zeit. Der wird sich. Du den Zeitpunkt festlegen, ob eine Suchmeldung aufgegeben werden muss? 1,30 Meter groß, Haarfarbe dunkel, Bekleidung, dunkelblauer Anorak, dunkelblaue Hose und Mütze. Letzter Aufenthalt vor dem Kino Soyuz. Was war's? Nur eine Katze. Ja, bei alles Sinn ist Karneval. Das ist neu, das bringt Schwung, das geht los. Ja. Nein, das ist eine Faschingsveranstaltung. Das könnte ja Kinder haben, die nicht zu tun. Das könnte ja sein. Sie können sich selbstverständlich jetzt wieder umsehen, aber ich glaube nicht. Denn bei alles Sieg ist Karneval. Heute ist das Schloss in jedem Fall. Das ist
nicht, dass er hier irgendwo drin steckt. Ein Schlüssel da zu dem Keller? Nee, die Leute sind verreist. Das ist gut, ich sehe schon. So ein kleiner Bengel hat da Angst mit mir Nacht und alleine im Keller. Also such. Wie soll der Junge heißen? Marco Herzog. Und wann ist der geboren? 25.04.81. Na. Tut mir leid, er wurde nicht bei uns eingeliefert. Ganz sicher? Ganz sicher. Danke. Bitteschön. Totale Funkstille. Keine Spuren, keine Hinweise, nichts. Und dann diese Kälte. Die Hunde, die haben die Witterung verloren. Das ist bereits abgesucht. Also müssen wir ab jetzt mit einem Verbrechen rein. Tja. Ich würde sagen, du übernimmst den Fall. Ja, aber... Na, ihr habt doch schon mal zusammengearbeitet. Naja, nur kurz. Hm. Vielleicht ist er bis ausgerissen. Als erstes die üblichen Routinemaßnahmen. Du sei vorsichtig mit Routine. Wir hatten schon mal so einen Fall, das ist jetzt fast 30 Jahre her. Da war auch ein Junge weggelaufen, der war 5. Da hatten die Experten ausgerechnet, wenn so einer wegläuft, dann schafft er einen Höchstfall 3 bis 4 Kilometer bei dem Schneegestöber. Wir haben bei unserer Suche 1 Kilometer zugegeben, routinemäßig. Nach der Schneeschmelze, da haben wir den kleinen Kerl gefunden. Genau da, in der Gegend, wo wir gesucht hatten. Aber der war noch 500 Meter weitergelaufen. Und wir waren so dicht dran. So, mit schon hängen drin. Du hast eine Luft bleiben, oder was? Guten Morgen, Herr Herzog. Und? Glauben Sie, dass ihm was passiert ist? Ich meine, dass er... Sie hätten besser zu Hause bleiben sollen. Ich muss da raus. Sie will hier rumsitzen und warten, da wird man ja... wird man ja verrückt im Kopf. Meine Frau, die ist zu Hause für uns. Ist dir noch was eingefallen? Vielleicht ein guter Freund, zu dem er gern geht? Hat er eine spezielle Eisdiele? Im Ausfahren sind Sie geübt, was? Und wo ist mein Junge? Ich habe immer gedacht, die Arbeit lenkt mich ab, aber das ist völliger Quatsch. Herr Herzog. Wir tun alles Menschenmögliche. Aber zur Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Wiedersehen. Morgen. Morgen. Beck, Kriminalpolizei. Sie haben sicher alle gehört, was passiert ist, ja? Sie kennen alle den kleinen Marco Herzog? Der holt doch oft seinen Alten von der Arbeit ab. Naja, die sind richtig vernarrt ineinander. Eine Idee, wo er stecken könnte, haben Sie nicht, nein? So ein Bengel kann überall stecken. Also wir wissen da nichts. Wirklich nicht? Hätte er sein können. Schönen Tag noch. Wiedersehen. Kennen Sie diesen Jungen? Tut mir leid, den habe ich noch nie gesehen. Vielen Dank. Wiedersehen. Wiedersehen. Haben Sie das Kind schon mal gesehen? Moment.
Nee, noch nie gesehen. Dankeschön. Wiedersehen. Wiedersehen. Das ist doch noch ein Kind. Außerdem ein dunkler Typ. Das können Sie mir nicht anhängen. Haben Sie nur ein Alibi in der Zeit vor der Nachtschicht oder nicht? Muss ich das sagen? Ja. Also gut. Ich war bei Norbi. Was für ein Norbi? Norbert Schulz. Wohnhaft? Fontanestraße 17. Der ist aber volljährig. Nehmen Sie Platz. Also noch mal von vorn. Gegen 17 Uhr sind Sie vor dem Kino gesehen worden. Ich kann auch eine Gegenüberstellung machen. Na bitte, wie Sie wollen. Lasse Meister? Das gebe ich ja zu. Aber da war kein kleiner Junge. Überhaupt keine Kinder. Ich war auf dem Weg zur Bibliothek. Dort sind Sie aber nicht gewesen. Das hat die Bibliothekarin ausgesagt. Da habe ich es mir anders überlegt. Wegen Marco Herzog? Nein, nein! Ich kenne ihn nicht. Feiertag geht niemand was an. Mein ganzer Leumund ist im Eimer. Was soll das überhaupt? Kommen Sie erst mal. Ich denke, die Vorstrafe ist gestrichen nach 6 Jahren. Ja, kommen Sie bitte rein. Nur vielleicht hat Siegfried Herzog Ihnen doch erzählt, dass sein Sohn ins Kino wollte. Ich weiß nicht, ich schwöre es Ihnen. Na, mit ihm wäre doch mitgegangen, oder? Der Junge von einem Arbeitskollegen. Nee. Also ich will jetzt von Ihnen hören. Aber der Reihe nach und genau. Durch welche Straßen Sie 3 Stunden lang gelaufen sind. Wir überprüfen das. Das schwöre ich Ihnen. Also, wo waren Sie? Also, wenn Sie, Herr Bröllner Herzog, das bringt überhaupt nichts. Damit behindern Sie nur unsere Arbeit. Bitte verlassen Sie jetzt den Raum. Hören Sie mal, das ist heute schon der 3. Tag. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist eine prima Hilfe. Vielen Dank auch. Die Polizei, der Freund und Helfer. Unser Mann, das ist kostenlos im Einsatz. Mein Gott, wir stellen die ganze Stadt auf den Kopf. Herr Herzog, bitte, setzen Sie sich. Die Bevölkerung ist informiert durch die Presse. Wir befragen Verdächtige rund um die Uhr. Ja, es stimmt. Wir haben keine Spur. Aber wir suchen weiter. Ist nicht. Aha. Guten Abend. Du hast ja wieder geraucht. Ich? Nö. Da. Du kommst ja wieder so spät. Naja. Na und? Nichts. Der Junge ist wie vom Erdboden verschwunden. Kathi. Kathi, du musst mir versprechen. Du musst mir jetzt mal zuhören. Kathi, nun hör doch mal zu. Du musst mir wirklich versprechen, dass du nie mit einem fremden Mann mitgehst. Aber du bist doch mein Papi, ich hab dich doch lieb. Ja, das ist ja schön und richtig, aber... Aber das meine ich nicht. Wenn mein Mann auf den Spielplatz kommt und der will dir Schokolade schenken oder eine Puppe, dann würdest du doch nicht mitgehen. Aber Puppis habe ich doch ganz viele, aber wenn er mir Schokolade geben will, wieso kann ich denn da nicht mitgehen? Nein, nein, Himmel, Donner, Wetter! Mit keinem fremden Menschen. Kathi, hörst du? Jetzt ist aber mal Schluss. Was hat denn Papi? Papa? Der hat ganz viel gearbeitet. Der ist müde. So. Nacht. Nacht. Schläfst jetzt schön weiter, hä? Küsschen.
Nacht. Das hätte ja auch morgen noch Zeit gehabt. Kathi. Entschuldige, ja. Warum? Ja. Naja, schlaf schön. Los! Ja. Nachts sind da mindestens 20 cm Neuschnee gefallen. Das bleibt doch eine Weile so. Nach dem 100-jährigen Kalender haben wir Winter bis in April. Na, hoffentlich irrt sich dein Kalender. Jedenfalls Stiebel Arik, wenn wir schon versaut. Ahoi. Ahoi. Hallo! Stefan, schön, dass du da bist. Und Sie haben hier nichts verändert, nein? Nee, also nur den Deckel habe ich verändert. Ja, das ist ganz wichtig. Das ist bestialisch. Kommen Sie bitte mal her. Muss jetzt sein. Ja, bitte kommen Sie. Das ist Staatsanwalt Ebert und unser Gerichtsmediziner. Wann haben Sie den Koffer gefunden? Das war 10.30 Uhr auf meiner Armbanduhr. Wie oft würden die Strecke von Ihnen kontrolliert? Ich meine, abgelaufen. Also, das letzte Mal war vor 3 Tagen, ja. Aber da habe ich den Koffer nicht gesehen. Also, ich meine, das war alles zugeschnallt, ne? Mach doch mal ein Protokoll. Na, und? Keine Fuß- oder Reifenspuren. In der ganzen Umgebung. Nirgends. Ja, aber irgendwie muss der Koffer doch hierher gekommen sein. Wahrscheinlich aus dem Zug geworfen. Hier. Der Koffer ist stark beschädigt. Und die Schlösser sind weggesprengt. Die Leiche, das. Ja. Die ist gefroren. Na, vermutlich liegt der Koffer schon länger hier. Ist das der Junge, den wir suchen? Wenn wir von den Bekleidungsstücken ausgehen, also der blaue Anorak, der im Koffer liegt, da kann es sich nur um den Jungen handeln. Auf deinen neuen Job, Hausmeister und... dass wir jetzt immer zusammen sein können. Ich freue mich auch, dass ich da bin. Du, ich muss noch 3 Zimmer sauber machen und... wenn jemand reinkommt. Na bitte, wenn dir die Arbeit wichtiger ist als ich, kann ich ja wieder fahren.
Freue mich ja auch, dass ich da bin. Stefan. Schon gut. Hol mich gleich so. Ewig dein Theater. Gewöhne das endlich ab. Kommen Sie, ich fahre Sie nach Hause. Lassen Sie uns allein. Nach Aussage der Eltern waren Markus Sachen vollständig. Leider keine auswertbaren Fingerabdrücke, nirgends. Ihr könnt dann ja Mut machen. Schwarz ab. An der Hose des Kindes haben wir einige Katzenhaare sicherstellen können. Grau getigert. Und in seiner Unterwäsche Fasern von einer Mollidecke. Farbe orange. Er muss darauf gelegen haben, kurz vor seinem Tod. Die Herzogs, die besitzen so eine Decke nicht. Das war das Verpackungsmaterial, na, das kennt er ja. Ich habe euch ein paar Abzüge davon gemacht. Hm? Ja, danke. Ach so. Übrigens, die Zeitschriften und Zeitungen aus dem Koffer, die hatten alle Kreuzworträtsel. Na und? Na ja, zum Teil ausgefüllte. Ah? Die Zeitungen hatten alle ein älteres Datum. Ich habe sie jeweils auch zur Begutachtung gegeben. Das sind eine Menge Spuren, was du nur hast. Ja, zumindest könnten wir durch die Schrift den Täter überführen. Ja, vorausgesetzt, dass der Täter auch die Kreuzworträtsel gelöst hat. Was ist, wenn die Leiche damit noch eingepackt war? Dann sehen wir halt aus. Hier kann er die Zeitungen aus irgendeinem Papierkorb genommen haben. Also muss der Kreuzworträtsellöser nicht unbedingt der Mörder sein. Der Zufälligkeitsfaktor, der wäre sehr groß. Pessimist. Realist. Mit einem einzigen Schlag zertrümmerte der Täter seinem Opfer das Schädeldach. Linksseitig mit einem stumpfen Gegenstand. Er stand hinter seinem Opfer. 4 Stichverletzungen im Hinterkopf, 3 in der linken Gesichtshälfte, Rissverletzung am linken Augenlid, Hämatome am ganzen Körper. Bevor der Täter das Opfer tötete, hat er es sexuell missbraucht. Er ist mit unerhörter Brutalität vorgegangen, das ist sehr auffällig. Die spärliche Ausbildung von Totenflecken und die Organblässe sprechen dafür, dass Marco Herzog trotz Bewusstlosigkeit die Verletzungen eine Weile überlebt hat. Dafür spricht auch der Stich in die Herzgegend. Von vorn ausgeführt mit einem einschneidigen, feststehenden Messer. Feldtäter. Davon müssen wir ausgehen. Und noch eins. Am Tatort müssen größere Mengen Blut geflossen sein. Zum Bericht. Und wann ist das passiert? Das ist schwer zu sagen. Aber 8 bis 10 Tage kann er schon da draußen gelegen haben. Länger nicht. Das ist wirklich wahr, was Sie da in Ihrem Gutachten schreiben. Was denn? Eine Reichhaltigkeit an individualisierten Schriftmerkmalen. Die reichen aus für eine Identifizierung. Tja.
Da müssen wir eben von allen Verdächtigen eine Schriftprobe machen lassen. Ja, aber aussagt, der Schäuble ist höchstwahrscheinlich eine Frau. Was? Eine Frau? Meinst du denn, dass eine Frau sowas an einem Kind machen kann? Im Moment weiß ich gar nichts. Jedenfalls werden wir im Strafvollzug nachfragen, ob wegen ähnlicher Delikte eine Frau eingesessen hat, die vielleicht vor kurzem entlassen wurde. Moment mal, du hast doch selbst gesagt, dass der Kreuzworträtselschreiber nicht unbedingt... Naja, solange wir im Dunkeln tappen, dann müssen wir doch jeder Spur nachgehen. Also, du gibst es im Fernschreiben an alle Dienststellen, ob analoge Fälle auch in anderen Bezirken bekannt sind. Wir müssen jetzt den Kreis der Verdächtigen erweitern. Raudienstschläger, Triebtäter, das muss alles überprüft werden. Die berühmte Stecknadel. Ja. Mensch, überleg doch mal. Wenn eines unserer Kinder abends nicht nach Hause kommt. Du siehst das alles. Der kann doch morgen schon wieder losgehen. Du musst doch auch mal abschalten können. Kann ich eben nicht. Also, wenn du mich fragst, ich tippe auf einen Triebtäter. Da ist das Handlungsmotiv sexuell determiniert. Töten ist für den eine Ersatzhandlung. Aber doch nicht an einem kleinen, unschuldigen Kind. Dadurch verschafft er sich erhöhten Lustgewinn. Sowas wie eine Perversion der Gefühle. Dann muss er ja geisteskrank sein. Ihr hättet sehen sollen, wie der Junge zugerichtet war. Tja, und woran erkennt man so einen? Du, ich, jeder kann es sein. Warum tötet überhaupt einer? Ich hab's in der Zeitung gelesen. Schlimme Sache. Hoffentlich kriegen Sie den bald. Diese, waren die auch orangefarben, diese Mollidecken? Volkstümlich hießen sie Mollidecken. Frau Krüger. In verschiedenen Farben. Weiß, gelb, orange, braun. Ah ja. Ich habe ihn schon fertig reingelegt. Ja, danke, Frau Krüger. So, das werden wir gleich haben. Ja, hier. Wir haben 77.000 Stück importiert. Der Preis beträgt 85 Mark. Eingesessen haben Sie wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Hm. Wo waren Sie am 15. Januar zwischen 14 und 19 Uhr? Hab Knete verdient. Arbeitszeit geht bis 14. Erzählen Sie keine Märchen. Okay. Setzen Sie sich wieder hin. Gewonnen. Also? Ich war mit meiner Tochter im Tierpark. Um eins habe ich Clarissa von der Schule abgeholt. War alles mit meiner Geschienen abgesprochen. Wie lange dauerte der Familientreff? Bis zum Dunkelwerden. Was soll ich denn schon wieder gemacht haben? Wo waren Sie am Nachmittag des 15. Januar? Na, wo waren Sie denn? Waren viele Menschen auf der Straße? Menschen auf der Straße. Ich hab da jetzt auch den Druckschrift. Und wofür soll das gut sein? Komm. Schreiben. Schreiben Sie. Und sangen fröhliche Lieder. Und sangen. Ohne H. Fröhliche Lieder. So ein Blödsinn. Meinst du, die Schreiberei bringt was? Mach's doch mal ab. Wir sind noch draußen. 11. 7 Vernehmungen laufen. Bleiben 4, eine müsstest du neu übernehmen. Wenn das so weitergeht, sagt meine Tochter noch Onkel zu mir. Willst du was? Mhm. Vielleicht bist du der Onkel. Papa,
So, das sind alle. Ja, Schwankrebs. Und welchen hatten Sie am 15. Januar, weiß ich, als Sie von der Dienstreise kamen? Am 15. Und den? Ich danke Ihnen für Ihre Mithilfe. Was, das ist alles? Na ja. Na, hoffentlich kriegen Sie den bald. Wird schon. Unsere Leitung dringt auf Wiederherstellung von Normalität in dieser Stadt. Kein Wunder, wir haben bereits Mitte Februar. Die Gerüchteküche erfindet immer neue Schauermärchen. Die bekannten Vorbestraften aus dem Computer sind alibimäßig überprüft worden. Keiner der 36 kommt für die Tat in Frage. Zum Koffer in der Bahnhofshalle, da gibt es 92 Hinweise aus der Bevölkerung. Wir sind allen nachgegangen. Nichts. Was ist mit dem Plastersack? Bringt uns der nicht weiter? Die Mollidecken, die in solcher Art Plastersäcken eingewickelt waren, sind schon vor Jahren verkauft worden. Und zwar zu Tausenden. Mit dem Koffer verhält es sich genauso. Soll das heißen, ihr seid mit eurem Latein schon am Ende? Fakt ist, wir haben das Mögliche getan. Wir treten im Augenblick auf der Stelle. Sagen, warum läuft dein Wasser an? Nur hör aber auf. Seit Wochen predige ich, du musst ihn reparieren. Ja, ich habe den Kopf mit anderen Sachen voll. Irgendwann muss auch mal Zeit für die Familie sein. Ja, ich weiß. Es kann doch nicht alles liegen bleiben. Ja. Bloß wegen deiner Arbeit. Ja, ich bin Trottel von Ehemann und Rabenvater. Stimmt's? Seid ihr wenigstens weitergekommen? Nichts. Nicht die geringste Spur. Kann sich doch keiner in Luft auflösen. Der Junge wird morgen beerdigt. Ich kann den Eltern nicht in die Augen sehen. Ich kann da nicht hingehen. Du sagst doch selbst immer, kneifen bringt nichts. Heute Vormittag haben wir eine Karte abgegeben, im alten Betrieb mit der Post. Wir haben sich viel Zeit gelassen. Du bekommst endlich einen festen Arbeitsvertrag. Du musst immer um mich sein, hörst du? Du darfst mich nicht alleine lassen. Wir können auch früher heiraten, wenn du willst. Hm. So, nun erzähl schon. Na los. Erzähl schon. Na los. Ja, von dem Jungen, den ich dir gestern gezeigt habe. Oder erinnerst du dich nicht mehr? Kannst ihn Tino nennen. Erzähl schon. Na los! Tino ist 8 Jahre alt. Mhm. Er ist schlank. Mhm. Zierlich. Ja, und? Hat blondes, welliges Haar. Ja, und? Und einen süßen Po. Süßen Po? Und er hat warme, weiche Haut, richtige Streichelhaut, sowas hast du noch nie gesehen.
Das heißt, da die Stecknadel im Heuhaufen suchen. Du bist verrückt. Du brauchst nur einen einzigen beim Schreiben zu übersehen und aus. Wenn wir dadurch unser Hiersein verhindern könnten? Ein irrer Gedanke ist das schon, eine ganze Stadt schreiben zu lassen. Du bist ein Irrer. Da käme nur aus der Frage. Ja. Mit dem Chef rede ich. Na? Du überfällst mich einfach so, nicht so wahrschauen. In dem Umfang hat sowas in der ganzen Republik noch nicht stattgefunden. Theoretisch wäre es möglich. Aber praktisch. Das ist eine ganze Stadt. Wir fangen mit einem Stadtbezirk an. Du sagst doch selbst, der Kreuzworträtselschreiber kann identifiziert werden. Das sagst du doch, oder? Ja. Ja, 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 da müssen Zusatzkräfte ran. Freiwillige Helfer, ABVs. Und du leitest die Auswertung aller Schriftproben. Wenn der Schreiber auch nicht der Täter sein muss, so hätten wir doch einen neuen Ausgangspunkt für weitere Ermittlungen. Eberhard, wir haben keine Wahl. Danke. Du kannst uns jetzt nicht hängen lassen. Na ja, aber... Du, lass dir das bloß nicht aufhalten. 14 Tage vor der Rente. Mutti, ich hab's doch schon am Halse. Seit Mitte Januar. Das weißt du doch. Ach, jeder ist ersetzbar. Wenn du unbedingt Bäume ausreißen willst, dann tu es im Garten. Frau Ost. Thomas, haben Sie denn nicht einen anderen Kollegen? Na, eben nicht. Aber Eberhard steckt bis zum letzten Tag in jeder wichtigen Sache drin. Ich verstehe das nicht. Einverstanden. Ihr könnt auf mich zählen. Danke, Eberhard. Du seid ja mal konkret. Wir haben festgestellt, dass die Rätsel in diesen Zeitungen, die wir in dem Koffer gefunden haben, von ein und demselben Schreiber ausgefüllt sind. Und diesen Schreiber müssen wir finden. Das ist unsere einzige Chance. Das heißt, jeder Bürger der Stadt muss irgendetwas schreiben, irgendeinen Text mit großen Druckbuchstaben. Wir fangen an in Marzahn, die anderen Neubaugebiete und dann alle anderen Stadtbezirke. Die Idee ist fantastisch. Das kann Monate dauern. Ja, das kann Monate dauern. Aber wenn es uns hilft, den Mörder zu finden. Tja, das heißt, wir brauchen grünes Licht für die Post. Telegramme, Zahlkarten. Jedes Stück beschriebene Papier, das muss gesichtet werden. Übrigens auch die Kaderakten in den Betrieben. Den Gerichtsbeschluss besorge ich. Ja, das schaffen wir aber nicht allein. Das mit den Kaderakten müsst ihr schon selber machen. Wie wäre denn das mit einem Kreuzworträtselpreis ausschreiben in der Zeitung? Der Täter füllt gerne Kreuzworträtsel aus. Das scheint mir auch eine gute Idee. Die Buchstaben A, B, D, M und R werden überwiegend, das heißt nicht ständig, oben offen geschrieben. Beim Buchstaben Z sehen wir Folgendes. Eine oben und unten bogenförmige Gestaltung. In der Mitte führt ein Querstrich. Guten Tag, Herr Wagner. Darf ich eintreten? Ich hätte gern von Ihnen eine Schriftprobe. Bitte. Danke. Ihre Aufgabe nun in den nächsten Wochen wird es sein, die uns zur Verfügung stehenden Schriftproben gründlich auszuwerten. Und sangen fröhliche Lieder. So, die beiden Familien, die wir nicht angetroffen haben, das machen sie heute Nachmittag. Ich gehe nachmittags noch mal vorbei. Genosse Kleiber. Hier? Genosse Kleiber. Es tut mir leid, aber Sie melden sich
in ihre Dienststelle zurück. Aber warum denn? Sie haben eine der ähnlichen Handschriften den Auszusortierten zugeordnet. Das kann nicht sein. Doch, doch. Schauen Sie, dieses P hier ist rückläufig. Das haben Sie missachtet. Wird nicht wieder vorkommen. Ja, wir können keine Rücksicht nehmen. Es tut mir leid. Und was haben Sie? Diese hier. Ja, das ist sehr schön. Danke. Guten Morgen. Guten Morgen. Sollen wir Ihnen wieder eine Tasse Kaffee mitbringen? Oh ja, das wäre sehr nett. Danke. Ach, das hätte ich ja fast vergessen. Beste Ach, das war doch nicht nötig. Ah, Sie sind ja super pünktlich. Oh. Heute ist nicht viel, nur noch ein halber Postbeutel. Nee. So, bitte. Die sind gerade eingezahlt worden. Mhm, danke schön. Mhm. Kommt er denn? Von Ring. Ah, hier aus dem Wohnbezirk. Morgen immer noch mehr. Ah, das ist gut. Thomas, ich kann keine Buchstaben mehr sehen. Eben habe ich gedacht, ich hab's. Mal müssen wir den noch finden. Das nimmt und nimmt kein Ende. Du sagst es. Mein Gott, das ist ein Wetterchen. Siehste? Und jetzt kannst du schon in aller Seelenruhe in deinem Garten liegen und dir einen Bunten als Rentner machen. Das ist ja nie anders gewollt. Erinnere mich bloß nicht. Bist du immer noch davon überzeugt, dass wir ihn auf die Weise kriegen? Wir haben doch beide gewusst, was auf uns dazukommt. Und dass das eine Sache mit Risiko ist. Ja klar. Die Möglichkeit des Durchrutschens ist riesengroß. Aber sollen wir deswegen aufgeben? Ach ja, du. Mach mir mal so richtig schönen Mut. Wo war das hier? Ach ja, steht ja hier. War eine ganz schöne Arbeit, was? Ja, hoffen wir, dass es sich lohnt. Ja, werden wir sehen. Ach, hier sind noch Adressen von Bürgern, die nicht angetroffen wurden. Mhm. Danke. Oh, so viele. Na ja, kommt was zusammen. Müssen wir rausfinden, wo die jetzt wohnen, arbeiten. Ja. So. Da wir den Täter immer noch nicht gefunden haben und überzeugt sind, dass er hier wohnt, ach, kommt mal mit. Müssen wir den Kreis erweitern, wo noch Schriftproben einzuholen sind. Also, Abschnitt 55, 56 erweitern, 57, 68, 67.
Müsst ihr noch mal ran. Sag mal, was ist denn los? Warum rauchst denn du? Wenn es doch bloß den kleinsten Lichtblick gäbe. Und immer diese Angst, der geht wieder los. Das einfach nicht auf den Kopf. Ich kann nicht mehr abschalten. Verstehst du mich? Ich habe dich noch nie so gut verstanden wie jetzt. Ja. Na komm. Wie Sie gleich merken werden, bin ich kein so richtiger Conferencier, aber ich bemühe mich mal. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind, um an der Auslosung unseres Preisausschreibens teilzunehmen. Insgesamt haben sich 12.354 Bürger beteiligt. Damit haben wir natürlich nicht im Traum gerechnet. Major Jäger wird jetzt die Auslosung vornehmen. Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir kommen jetzt zum Höhepunkt des Preisausschreibens. Zu vergeben ist erstmal der dritte Preis, also den dritten Preis, eine Schallplatte von Zilli mit Autogramm, gewinnt Gisela Strauß Kastanienweg 6. Was ist denn los? Schon wieder ein Sechser, Junge, vermisst. Was? Ja, auch du gleich. Na los. Dann müssen wir nicht dem Alten vielleicht? Nee, später. Los, komm. Suchgruppe, in diese Richtung Marsch. UDH, Nummer 1. Hörbar. Einsatz abbrechen. Person wieder anwesend. Ende. Verstanden. Abbrechen! Abbrechen! Wir können abbrechen. Kind hat sich wieder angefunden. Suchgruppe, halt! Zum Ausgang kommt zurück! Doch sowieso nichts ein. Was denn? Na, warum wir damit nicht aufhören? Keiner Mut zuzugeben, dass alles umsonst war. So ist es. Hört mal, wenn ich sowas nochmal sehe, muss ich sie ablösen lassen. Ja. Wenn wir Erfolg haben wollen, kommen sie auf jede einzelne Zeitung an. Ausreden, dass wir im Papier ersticken. Wie lange sollen wir denn das dann durchhalten? Dabei haben wir erst mal die Hälfte der Haushalte überprüft. Das sind konkret 30 Tonnen Papier. Weißt du, was das für ein Haufen ist? Und was ist denn, wenn wir in dem Haufen den Schreiber nicht finden? Aber das sind doch deine Worte. Zähe Kleinarbeit zahlt sich aus. Du warst es doch, der meine berechtigten Zweifel zerstreut. Schon vergessen? Mein Gott, das war vor einem halben Jahr. Soll das heißen, du machst schlapp? Du doch nicht. Du arbeitest doch viel zu besessen an Aufklärung. Ja, zurückkommen ist sowieso nicht mehr. Ich tue, wenn wir die ganze Republik schreiben lassen, ist das mal nicht mehr locker.
Jetzt ist es soweit. Denkst du? Sie ist Gespenster. Ein bisschen früh für Schnee, was? Was verlangst du? Ist doch November. Die Überprüfung des Neubaugebietes ist fast abgeschlossen. 149 Personen stehen aus, sie sind verzogen. Das sind die Listen. Ihre neuen Adressen sind jetzt lückenlos ermittelt. Und wann denken Sie, dass Sie die Schriftproben beisammen haben? Vielleicht in einer Woche. Dann ist auch die Überprüfung der Kaderakten in den Betrieben abgeschlossen. Und ähnliche Fälle in anderen Bezirken? Es gibt keine Parallelen zu ähnlichen Straftaten in anderen Bezirken. Wollen Sie die Schriftproben auf andere Stadtbezirke ausdehnen? Ja. Wenn das Neubaugebiet abgeschlossen ist. Irgendwann müssen wir die Ermittlung abschließen. Ja, darum arbeiten wir ja schon seit 11 Monaten. Fast rund um die Uhr. So. Tschüss. Schönen Gruß an deine Mutter. Auch wenn sie mich nicht leiden kann. Ich gratuliere ihr trotzdem zum Geburtstag. Bleib nicht so lange. Sind doch nur ein paar Tage. Wirst schon was mit dir anfangen. Ich schreib dir. Tschüss. Heiligenbaum. Weiß schon jemand davon? Natürlich nicht. Ich möchte, dass es vorerst nicht bekannt wird. Bis ein Irrtum ausgeschlossen ist. Ja, aber das... Ja, ist klar. Nehmt erstmal Platz. Entschuldigung. Ach, komm. Auf ein paar Stunden kommt es ja nicht an. Um ganz sicher zu gehen, brauche ich eine zweite Schriftprobe. Wo liegt denn das überhaupt, dieses Heiligenborn? Irgendwo an der Ostsee.
Dann soll der ABV eine neue Schriftprobe von dieser Frau Schröder einholen. Er wird jedoch misstrauisch. Er wird schon wissen, wie er das zu machen hat. Ich brauche einen Vergleich der beiden Schriftproben an Ort und Stelle. Und ihr begebt euch auf dem schnellsten Weg an die See. Und wie? Mit dem Hubschrauber. Ich kläre das mit dem Flugplatz. Wir melden uns von oben. Wollen Sie einfach schon wieder zu mir? Ja, eben kam ein Anruf. Denen ist da irgendein Missgeschick passiert mit Ihrer Schriftprobe. Ich soll Sie bitten, die paar Zeilen noch mal zu schreiben. Wurde Kaffee drüber gegossen oder was? Ja? Ja, kann ja mal passieren. War sicher keine böse Absicht. Dann nehmen Sie mal schon Platz. Ich komme dann gleich, ja? Was ist passieren, ja? Komme schon. Ist was passiert? Ach, Ivo, ich muss bloß diesen blöden Text noch mal schreiben. Die haben da Kaffee drüber gegossen. Gibt's schon Mittag? Gehen wir schon. So schnell war ich noch nie an der Ostsee. Wir hatten ja auch keinen Stau, den gibt's hier oben. Ne? Gott sei Dank. Zimmer vorbereiten lassen. Sehr schön, dann können wir gleich loslegen. Es besteht kein Zweifel. Gudrun Schröder ist der Schreiber. Die Schriftproben sind identisch. Ihr Frau. Ihr Frau. Wie passt denn das zusammen? Ja, ja. Aber wir dürfen jetzt keine Möglichkeit ausschließen. Ich bin hier der Hausmeister. Guten Tag, ich bin der Staatsanwalt. Feldfeger. Ebert. Angenehm. Würden Sie bitte die Tür öffnen? Bitte in Ordnung. Das kann die Molly-Decke sein. Erinnern Sie sich? Der Koffer am Bahndamm. An der Kleidung des Jungen fanden wir Faserspuren einer solchen Molly-Decke. Kreuzworträtsel. Interessant. Ja, ja. Aber das können doch Blutflecken sein.
eingebrochen. Eingebrochen? Wieso denn? Und aus diesem Grund müssen wir natürlich überprüfen, ob nicht auch in Ihrer Wohnung was fehlt. Wahrscheinlich werden Sie uns beide nach Berlin begleiten müssen. Nach Berlin. Danke, Genosse Oberleitner. Tja, wer besitzt denn nun alle Schlüssel für die Wohnung in Berlin? Ja, nur Katrin und ich. Sonst niemand? Früher hat auch Katrins Verlobter einen. Aber den habe ich ihm vor einem Jahr wieder abgenommen. Darf man fragen, warum? Passt nicht zu uns. Zu Katrin. Mutti, das gehört nicht hierher. Wieso denn nicht? Ständig machst du Stefan schlecht. Und du nennst ihn immer schlecht. Du sollst ihn immer schlecht machen. Würden Sie bitte draußen warten? Aber wieso denn? Das kann sie doch ruhig hören. Da macht man sich ja schließlich Sorgen. Er macht sich doch überhaupt nichts aus dem Mädel. Das stimmt überhaupt nicht. Braucht sie doch nur fürs Bett. Sieht man doch als Mutter, wer mit dem Mädel umgeht. Wie heißt denn Ihr Verlobter? Stefan. Und wie noch? Winkelmeier. Ist der auch mit hier? Nee, der ist in Oberhain, Hausmeister. Ich arbeite dort als Reinigungskraft. Oberhain, Thüringer Wald. Arbeiten Sie da schon lange zusammen? Erst seit Ende Januar. Aber warum fragen Sie das überhaupt? Naja, weil Ihre Mutter so massiv gegen diese Verbindung war. Die ist doch nur neidisch auf Stefan. Aber Ostern wollen wir heiraten. Auch ohne ihren Segen. Und Ihr Verlobter hatte wirklich keinen Schlüssel für die Wohnung? Ihre Mutter ist doch fast nie da. Wenn Sie mich nicht verraten? Weiß nicht. Wir haben einen nachfallen lassen. Herr Hartmann, wenn nichts mehr anliegt, möchte ich mich verabschieden. Sag mal, habt ihr guten Psychologen hier im Ort? Psychologen? Nee, nicht, dass ich wüsste. Schade. Den hätte ich gern bei der Vernehmung dabei gehabt, bei dem, was auf das Mädchen zukommt. Danke. Genosse Leutnant, Wiedersehen. Wiedersehen. Beck. Genosse Major, unser mutmaßlicher Täter heißt Stefan Winkelmeier. Major Jäger. ODH hört. Ich brauche dringend eine Verbindung mit dem Karlleiter in Oberhain. Sofort. An den Wänden hat er viele Kinderbilder. Er ist sehr kinderlieb. Was für Kinder? Jungs, Mädchen? Meistens Jungs. Fräulein Schröder, wir haben den dringenden Verdacht, dass Herr Winkelmeier Kinder sexuell missbraucht hat. Das würde er nicht machen? Doch. Es spricht alles dafür, dass er es getan hat. Sagen Sie, war Stefan Ihr erster Mann? Sie sagten, dass er sehr kinderlieb sei. Wie hat sich denn das so geäußert? Fräulein Schröder, verstehen Sie mich nicht? Wie hat sich denn diese Kinderliebe so gezeigt? Auf der...
Er hat mich auf der Straße auf kleine Jungen aufmerksam gemacht, die ihm gefielen. Manchmal hat er auch mit ihnen gespielt. Aber mehr nicht, das können Sie mir glauben. Katrin, es besteht der dringende Verdacht, dass Stefan den 7-jährigen Marco dabei getötet hat. Nein. Nein, das... Was erzählen Sie denn da? Das war doch alles nur Spinnen. Ne? Nichts Echtes, nur so ein Spiel. Was war nur so ein Spiel? Na, manchmal sagte er, dass er irrsinnig Lust hätte, einen zu töten. Aber das hat er nur so gesagt. Kam Ihnen das nicht merkwürdig vor? Unnormal? Er hat doch Kinder lieb. Warum sollte er da jemanden töten? Und bei seinem Gerede, da habe ich mir nichts dabei gedacht. Außerdem ist er gar nicht so einer, der... In Ihrem Alter, also, da hat man doch auch intime Beziehungen. Wie war denn das so mit Stefan? Hatte sie als Frau so richtig begehrt, geliebt? Wie Sie das so aus Filmen kennen? So richtig nicht. Na, wie denn? Naja, weil, bevor er mich streicheln konnte, da musste ich immer über Geschichten von kleinen Jungen erzählen. Und dann hat er mich erst angefasst. Haben Sie sich die Geschichten ausgedacht? Er hat mir gesagt, was er hören wollte. Mir ist ja in der Richtung nie was eingefallen. Und deshalb hat er mir auch auf der Straße die kleinen Jungs gezeigt. Und die mussten dann in den Geschichten wiederkommen, was sie anhatten und wie sie aussahen und was er mit ihnen machen würde. Und je schlimmer ich erzählte, desto besser war es für ihn. Und das hat mich die ganze Zeit so mitgemacht? Aber wenn ich ihm keine Geschichten mehr erzähle, hat er gesagt, dann wollte er mich verlassen. Und er war mein erster Freund, ich habe ihn sehr lieb. Ich war doch froh, endlich einen gefunden zu haben. Oh, das war doch alles nur Spinne. Das hätte er doch nie gemacht. Er kann es aber nur gewesen sein. Haben Sie nicht mal mit Ihrer Mutter drüber gesprochen? Kam mir das nicht komisch vor, was er so alles von Ihnen wollte? Auch nicht mal mit einer Freundin drüber geredet? Aber darüber kann man doch mit niemandem reden. Er soll auf dem Weihnachtsmarkt sein. Hier Adland ODH. Gesuchte Person ist vermutlich auf dem Weihnachtsmarkt. Bitten um Verstärkung. Ende. Gehen. Sie sind Stefan Winkelmeier? Ja. Sie sind festgenommen. Ja, aber... Kommen Sie! Ah, du wolltest mir auch die Meerschweinchen zeigen. Na, ist das nun hier? Ja, hinter dem Fernheim. Naja, da wird sich Mutti freuen. Komm. Meinen Glückwunsch zum Oberleutnant. Ja, ja.
Deine Idee mit der Schreiberei? Hat ein Sternchen eingebracht. Ja. Bist schneller, komm. Was willst du jetzt machen? Rentner. Mit ziemlich viel frischer Luft. Du, das soll aber auch nicht so gut sein. Mach's gut. Mach's gut, ich komme dich mal besuchen, ja? Alles Gute. Und nochmals danke. Ich würde mich freuen. Tschüss. Hallo, Thomas. Na ja. Meine herzlichen Glückwünsche. Und hier, aber die trinke ich allein. Nö, mit dir zusammen. Eine kleine Ordnung? Du bist lang. Gut. Bis heute Abend. Ja, sehen wir uns doch. Ja, Metter. Gut. Komm. Oh. Danke. Na, du? Oberleutnant? Na? Du, Hauptmann? Das wird teuer, du. Wir sehen uns gleich. Ja, hier. Wird reichen, hoffe ich. Hauptmann. Gratuliere dir, mein Lieber. Ja, schon gut. Du, sag mal, was mich viel mehr interessiert. Was wirst du jetzt deinem Bericht über Winkelmeier schreiben? Ich werde mit Zurechnungsfähigkeit bescheinigen müssen. Was? Obwohl, mit 12 hat ihn sein Vater gezwungen, beim Schweineschlachten zuzusehen. Dabei hat er seinen ersten Samenerguss gehabt. Das ist doch völlig abnorm. Du sagst es. Das Erlebnis muss für ihn prägend gewesen sein. Und warum mussten es ausgerechnet kleine Jungs sein? Tja, vielleicht wollte er sich und seiner Umgebung nicht eingestehen, dass er eigentlich mehr zu Homosexualität neigte. Ach so. Und deshalb die Freundin als Alibi. Mhm. Tja, nun werden wir ihn ein Leben lang vor sich selber schützen müssen. Vor allem die Kinder. Mhm.